Radiumgewehr, das verstrahlende Plasmagewehr. Dazu einmal Psychojet. Dann nehmen wir einmal das. Dann wird noch was gegessen. Und was getrunken. Und vielleicht schaffen wir den dann sogar. Oh, stirb! Stirb, 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 stirb! Leider geht uns die Muni aus. Aber ich brauche irgendwas, was schnell schießen kann gegen dieses Viech. Da bringt das Chat am meisten. Au! Au! Oh, oh! Au! Okay, vielleicht schaffen wir den jetzt auch so. Den Rest mit der Kampfflinte. Stirb! Ah, toll. Ja! Aufhören! Ah, Blutkäfer, Jungtier, wirklich? Weg mit dir! Na toll, da kommt halt noch ein anderer angeflogen. Ah! Weg mit euch! Todeskralle, geh sterben! Oh, wow. Puh, das hat hingehauen. Na, immerhin. So. Verdammtes Ungetier. Gut. Ich glaube, wir sind hier fertig. Stechflüglerfleisch. Die Frage ist nur, wo ist die Todeskralle? Hier. Und verstrahlt ist das Viech auch noch. Na, wunderbar. So, mal ein bisschen mit der Pumpe unterwegs. Mal sehen, was es hier Schönes gibt, abgesehen von der Todeskralle. Leichen. Kind des Atoms. Wunderbar. Und eine Gamma-Kanone. Ich glaube, die würde ich sogar fast schon mitnehmen. Abgesehen davon. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Komisch. Das ist hier kein Eingang. Hier sieht alles so zusammengefallen aus. Ist das jetzt erledigt? Nee. Ja, aber, was gibt es denn jetzt hier? Vielleicht irgendwo unten rein. Es ist ja alles so verfallen hier, dass man wahrscheinlich irgendwie unter Tage in den Reaktor rein muss. Oh, vielleicht von hier aus. Wahrscheinlich komme ich da nicht mehr raus. Ich glaube, ich speichere davon mal ab. Man weiß ja nie. So. Nichts. 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 Das darf doch wohl nicht wahr sein. Okay. Gefallener Reaktor. Gut. Ach, da waren wir bereits. Okay. Und hier haben wir noch ein Fabrikgelände. Aber ich glaube, wir sind sogar ziemlich nah beim Virtual. Können wir auch noch an dem Fabrikgelände entlang laufen. Ich glaube, da laufen wir schon fast dran vorbei. Vielleicht gibt es da ja ein bisschen mehr zu holen. Ich frage mich, ob an jedem Checkpoint oder an jedem Ort, wo man hin kann, dann ein abgeschlossen dran steht, wenn man alles richtig macht. Okay, was haben wir hier?
was ist. Oh je. Eine verfallene Fabrik. Okay, weg vom Wasser. Weg vom Wasser, das Wasser ist schlecht. Mal sehen, vielleicht gibt es ja hier irgendwas Interessantes. Bei den Gebäuden. Gebäudern. Na? Sensormodul. Ein genetischer Scanner. Red Away, Red X. Alles gut für diesen Ort. Aber nicht so, dass wir davon nichts haben. Staffelmesser. Ich will's wegwerfen. Ja, du schon, aber wir nicht. Das ist ja das Gute, Kate. Ein Sensormodul ist eigentlich ganz hilfreich. In den Dörfern. Nichts. Nichts. Was ist das? Auch wieder nichts. Okay, weg hier. Gibt es auch nichts. Es ist alles zerstört hier. Na gut, aber wir waren ja in der richtigen Richtung. So. Ich glaube, wir müssten eigentlich bald ankommen. Hier gibt es eigentlich nichts. Alter Schwede. Ups. So. So, ich glaube, da sind wir doch schon fast. Es gibt nur diesen einen Berg. Hallo. Ich bin da. Wer noch? Welches Labor? Kann nicht schleichen, warum nicht? Oh. Ich wollte ihn nicht abschießen, wirklich nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg! Nein! Geh weg von mir! Aber das ist keine Leuchtturmkralle. Gegen die kommen wir an, sogar mit der Pistole. So, Ende! Tschüss, Leuchtturmkralle! So. Nochmal, ja, Fallout 656. Achso, du meintest die Todeskralle? Ja. Zum Glück ist sie nicht mehr. So. So, einmal zu Virgil. Knistert sich immer noch ein ab. Oh. Ja. Schön langsam. Okay, die schießt uns nicht ab. Das ist gut. Kann man alles nicht mitnehmen, okay. Aber die Geräuschfallen kann man mitnehmen. Das ist Virgil? Halt, ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na, will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Hä? Immer mit der Ruhe? Virgil, ich bin hier, um zu reden. Und was hat der da an dem Seil? Entspann dich. Kellogg ist tot. Ist tot? Ja. Lüg mich nicht an. Ich lüge ihn hier. Das ist die Wahrheit. Er ist tot, ob du es nun glaubst oder nicht. Das ist zweifellos schwer zu glauben. Ist aber so. Kellogg war gnadenlos. The
Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Coole Brille. Was willst du nun von mir? Und warum gehen? Warum er gegangen ist? Ach so. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Hm. Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Hör auf zu jammern. Entspann dich. Ganz ruhig. Ich will nur wissen, wie ich da reinkomme. Moment, was? Ist das dein Ernst? Du willst ins Institut. Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Wenn du wirklich was von mir willst, musst du dich schon mehr anstrengen. Hallo, wir haben super Karma. Sie haben jemanden entführt. Die haben jemanden entführt, den ich zurückholen will. Oh, nein. Schau, das wusste ich nicht. Also ich wusste nicht, worum es dir geht. Ich kann dir helfen, aber du musst mir ebenfalls einen Gefallen tun. Na, was soll ich denn machen? Hm? Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen Zustand heilen sollte. Ich konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und... Schau mich an. Ich brauche es. Wenn du es ins Institut schaffst, musst du es für mich suchen. Was meinst du? Ja, warum nicht? Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Mit einem Teleport. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da klingelt nichts. Überrascht mich nicht. Die kommen nur selten raus und dann sieht sie meistens niemand. Runner sind Sünds des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Töten? Klingt nach Selbstmord. Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Geht's nicht anders? Sie sind deine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Ja, das kriegen wir hin. Raus damit, genervt. Okay. Was muss ich tun? Hör zu. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen. Direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy.